Das Bundesgymnasium und Sportrealgymnasium Saalfelden nimmt in der Salzburger Schullandschaft einen enorm hohen Stellenwert ein. Seit etwas mehr als 10 Jahren gibt es dort auch einen eigenen Skizweig und dieser gilt als echte Talentschmiede für die Stars von morgen. Seit kurzem gibt es ein weiteres Highlight auf dem Schulgelände, welches in den vergangenen Tagen feierlich eröffnet wurde. Am Fuße des steinernen Meeres gelegen, in traumhafter, ruhiger Grünlage, oberhalb des Ortszentrums. Eine Lagebeschreibung, bei der sich jeder Immobilienmakler die Finger abschlecken würde. Dieses malerische Fleckchen ist aber schon vergeben. Und zwar an die rund 800 Schülerinnen und Schüler des Bundesgymnasiums und Sportrealgymnasiums Saalfelden. Jene 103 von ihnen, die den Skizweig besuchen, haben seit diesem Schuljahr aber noch einen weiteren Grund zur Freude. Durften sie doch in ein vollkommen rund erneuertes Internatsgebäude einziehen. Naja, alt ist so quasi die Baustruktur an sich, aber neu ist alles im Endeffekt, von der Zimmerausstattung mit 2 Bettzimmern, Internatanschluss, jedes Zimmer hat seinen Nasszellenbereich und Toilette, bis eben zu der Infrastruktur, was wir für den Leistungssport brauchen, im Keller riesige Krafträume und auch Spinde für das ganze Material mit Skischuhheizung und so weiter. Also das gesamte Innenleben wurde im Prinzip neu gestaltet und wirklich nach den Wünschen so gestaltet, wie die Sportler und wir Erzieher und die Trainer das haben wollten. Das neue Internatsgebäude des Raiffeisen-Skigymnasiums Saalfelden wurde am 27. Oktober feierlich eröffnet. Mit dabei auch Landesschulratspräsident Herbert Gimpel. Die heutige Eröffnungsfeier für das Internatshaus 3 ist insofern ein wichtiger Lückenschluss, ein Mosaiksteinchen mehr, weil die Athletinnen und Athleten nicht nur eine hochwertige schulische Ausbildung brauchen, sondern darüber hinaus auch eine entsprechende Umgebung, was das Leben, sprich den Aufenthalt im Internat betrifft. Der hat jetzt einen Standard, der sensationell ist. Die Gebäudesubstanz und die Sanierung ist perfekt gelungen. Also ich denke, hier ist die Basis geschaffen worden, dass die leistungssportliche Entwicklung der jungen Menschen vorangetrieben werden kann. Bei der Eröffnungsfeier stand natürlich das rund erneuerte Gebäude im Mittelpunkt. Aber auch die Show kam nicht zu kurz. Neben den aktuellen Schülern ließen sich auch mehrere prominente Absolventen die Eröffnungsfeier nicht entgehen. Durch die Bank waren alle vom neuen Gebäude begeistert. Ja, unglaublich. Also der Umbau hat zwar zu Ende meiner Schulzeit schon begonnen, aber was man da jetzt sieht, das hat es bei mir natürlich noch nicht gegeben. Eine Grafkammer, die alle Stücke spielt, da kann man wirklich alles raushören aus den jungen Athleten. Es ist natürlich ein Wahnsinn, da trainieren und man hat die optimalen Möglichkeiten fürs Training und es passt einfach. Ja, es hat sich schon extrem verändert. Also natürlich zum Positiven. Bei uns hat es immer noch, war das alles sehr sporadisch und hat man noch mehr Flexibilität gebraucht. Und jetzt mit den ganzen Strukturen hat es natürlich extrem professionellen Charakter. Und es ist wirklich sehr gut, wie die Athleten jetzt trainieren können. Was den potenziellen Stars von morgen, egal ob alpin, nordisch oder Freestyle, nun zur Verfügung steht, freut auch den neuen Präsidenten des Salzburger Landesskiverbandes. Sensationell und man sieht auch die Erfolge, was schon waren. Und ich bin auch überzeugt, dass noch mehr rauskommt und noch für Salzburg auch daher kommen. Das Raiffeisen-Skigymnasium Saalfelden hat sich mittlerweile in der Branche definitiv etabliert. Bestes Beispiel sind der Weltmeistertitel der Mädchen und der Vize-Weltmeistertitel der Burschen bei den Schulweltmeisterschaften im vergangenen Jahr. Bei der Österreich-Qualifikation wurden dabei auch große Namen wie Stams oder Schladming in die Schranken gewiesen. Das neue Internatsgebäude liefert nun perfekte Bedingungen, um an diese Erfolge anzuknüpfen. Ja, es ist einfach extrem motivierend zu sehen, welche Bedingungen wir jetzt bekommen haben mit dem neuen Internat.
Die Sportler haben neben einer Top-Unterkunft vor allem alle Trainingsstätten direkt an Ort und Stelle. Man braucht also keine langen Wege gehen. Ein Riesenvorteil vor dem Haus sind die Sportplätze. Das Stadion in der Schule ist in der Nähe und die sonstigen Sportstätten im Winter sind sowieso in unmittelbarer Nähe mit Leogang, mit Kitzsteinhorn und Hinterreitlift. Also es gibt kaum, glaube ich, ein Leistungszentrum, das so eine zentrale Position hat wie wir hier in Saalfelden. Die Rahmenbedingungen sind also geschaffen und jetzt freuen sich alle schon auf den kommenden Winter, wo die Schülerinnen und Schüler des Raiffeisen-Skigymnasiums Saalfelden zu neuen Höhenflügen ansetzen wollen.